Also ich meine nur, vielleicht ist das ja gewollt, dass die verflucht sind. Vielleicht will er sie in auf irgendeine Art und Weise ja retten. Man weiß es ja nicht. Der Albtraum. Wieder einmal. So, meine Schwester will nicht aufwachen. Anders als beim letzten Mal wissen wir jetzt, dass dies das Tun eines Gespenstes ist. Beeilen wir uns. Das ist übrigens auch kein Zeichen. Jetzt haben sie sich den Dialog gespart. Sondern sagen gleich, Gott, wir laufen los und töten gleich das Gespenst. Schön. So. Eure Einmischung muss aufhören. Dies ist das Einzige, was mir noch von ihr geblieben ist. Stirb! Was? Aua! Oh, 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 oh! Warte, Kinder! Heilende Tatze! Ah, die Dinger machen Schaden. Aua. So. Okay, heilende Tatze ist geil. Irgendwas sagt mir, dass das noch nicht alles war, was wir von ihm gesehen haben. Gehen wir zurück in die Stadt. Ich habe da so ein Gefühl. Ja, ich vermute mal eher, dass der Zauberer, der uns die ganze Zeit sagt, tut's nicht, ist der Bruder und seine Schwester ist gestorben. Der will's einfach. Ich glaube, es hackt bei dir. Bist du noch ganz knusper, du kleines Mistding. So. Schwester, es tut mir so leid. Ich konnte dich nicht retten. Ich bin so nutzlos. Wenn ich nur den Mut hätte, das Buch zu verwenden. Es war die ganze Zeit lang nur eine magische Erinnerung. Also konnte der Bauer seine Schwester letztendlich doch nicht retten. Komm, lass uns gehen. Wir finden in der gegenüberliegenden Stadt mehr heraus. Tja. Und wir haben jetzt praktisch das letzte vernichtet, oder wie? Das Buch, Level 20. Ja, okay. Machen wir erstmal was anderes vorher. Tap, 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 tap. Was haben wir hier? Oh, Level 10, das können wir machen. Also einfach mal reingehen und gucken, was da Schönes ist. So, klack. Okay. Das ist jetzt Stufe 10 hier. Wegen. Das ist nicht so spektakulär tatsächlich. Das sollte man eigentlich relativ gut so hinkriegen. Also auch ohne Stufe 10. Es sei denn, da unten sind noch mächtigere Gegner, die da ein wenig mehr Damage machen dann. Oh, es sind Bisons da unten. Wow. Okay, war ganz schön stark, das Bison. Das muss ich mir merken. Was ist das denn? Fällige Panzerkeule. Aha. Okay. Ist die besser? Wir kriegen zwar weniger Leben, aber machen mehr Damage. Finde ich gut. So. Die Hauptquest ist immer noch, wir müssen den Drachen töten. Da unten ist eine neue Quest. Die können wir jetzt, glaube ich, machen.
Aua. Ah, das verbraucht 55 Mana, das Ganze. Verstehe. Der leise Schnurrer. Das können wir jetzt machen auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß, was freigesetzt wurde und wo es ist. Er hat mit mir gesprochen und mir einen Namen genannt. Er sagte Drakot. Er wartet bei den... Was? Bei den Pusse-Ebenen auf euch. Mhm, okay. Los, Katzkollega, bringen wir es zu Ende. Ah, ich müsste was trinken, mein Hals tut weh. Ah, da oben ist er. Hallo, da ist es, dieser Geist. Irgendwie scheint er mir eher ein... Was? Irgendwie scheint er mir eher ein Drache zu sein. Roll. Wirst du derjenige sein, der mein Leiden beendet? Miau? Wovon sprichst du? Wenn ich dein Leiden beenden soll, sag Bescheid. Dann werde ich aber auch nicht. Es ist dort. Drakot hält mich hier gefangen. Ich war zu schwach, um von Nutzen zu sein. Vielen Dank. Jetzt kann ich in Frieden ruhen. Schädelhelm. Drakot? Hä? Hey Leute, ich bin hier. Wer? Ah. Ganz ehrlich? Nur weil der Helm mega geil ausschaut. Ich habe mir so große Sorgen gemacht. Ich bin vollkommen... Was? Ich bin vollkommen glücklich, dass alles in Ordnung gekommen ist. Es war ein gefangener Drachengeist. Weißt du, du hast eine Schwäche für Drachen. Ein Drachenschnurflüsterer. Schnurtastisch. Diese Katzenwortschwitze, ne? Sind schon geil. Miau, besser nicht. Hier ist etwas Gold für die ganze Aufregung. Gold ist immer gut. Yay. So, dann sind wir in Stufe 18 und wir haben echt schon ein bisschen was gerissen hier in dem Spiel. Ich muss mir irgendwas zu trinken einschenken, es tut mir sehr leid. So, das heißt, es geht gleich wieder in 2 Sekunden weiter. Nämlich genau jetzt. So. So. Eben nochmal schnell was getrunken. Okay, also hier haben wir alles gemacht. Das heißt, dann können wir jetzt den König befreien, hoffentlich. Der König der Löwen. Oh Mann. Ja. Okay, dann können wir das nicht machen. Brauchen wir Stufe 20 dafür. Bei den Quests würde ich gerne so ein bisschen auf die Stufen achten wollen. Machen wir das hier, Schmiedeling, Stufe 10. Ich freue mich so darauf, Kit wieder zu helfen. Lass uns gehen. Da seid ihr Katzen hier wieder. Und das gerade rechtzeitig. Wir sind zum Helfen bereit. Herz. Mhm. Steht da wohl jemand auf die Kleine? Hm? Seht ihr, ich brauche eine wichtige Lieferung, bevor ich mit der Rüstung weitermachen kann. Sie befindet sich in einem Laden in der Innenstadt der Katzpitale. Es ist diesmal anders, das schwöre ich. Diese hier ist echt wichtig. Okay. Laufen wir runter. Einmal schlafen gehen. So. War das vorher schon da? Klingeling, Bauer. Wir sind hier, um Kids Lieferung abzuholen. Vergib mir. Schuschurken sind hier eingebrochen. Haben Kids Lieferung gestohlen. Jetzt machst du ja Witze, oder? Es gibt nur einen Ort, an den Banditen gehen würden. Die Banditenhöhle. Das ist hier einfallsreich. So. Lupusreich. Hunde. Okay. Klack, 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 klack. Gut, auf in die Banditenhöhle. Zum Glück war ich ja da schon mal drin.
Ups, falsch. Die haben schon ein bisschen Legeräum gehabt. Hör mal, wir können diese Banditen nicht leben lassen, nach dem, was sie getan haben. Fauch! Löscht sie aus! Alle von ihnen! Okay, irgendjemand ist verliebt, glaube ich. Also, ne, nur... meine nur. So, klack. Lam, bam, bam, bam. Das Lustige ist, ich denke manchmal, dass ich ausweiche und das mega gut mache. Und trotzdem kriege ich einen auf den Deckel. Ich finde, der Helm sieht mega gut aus. So. Das wird eine Lehre sein, so mit Kit umzugehen. Sieht so aus, als ob Kits Lieferung nicht mehr hier ist. Nur ziemlich viel nutzloses Gold und Schätze. Gut, gehen wir zurück und überbringen wir die schlechten Nachrichten. Okay, was haben sie jetzt mit der Lieferung dann gemacht? Die muss hier irgendwo sein. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Mist! Ich habe aus Versehen die Hose gewechselt. Ah. Ach nee, ich hab's abgelegt, um Gottes Willen. So. Gut, ich hab's aus Versehen abgelegt gehabt. Dem, tam. So, und raus hier. Schmiedelehrling 2. Ich finde, ich merke nicht viel vom Schmiedenlernen. Ich bin nur gefühlte Laufbursche. Es tut mir so leid, Kit. Doch die Lieferung wurde erbeutet. Nein! Das war die letzte Episode von The Bouncing Dead. Meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten. Jetzt werde ich nie erfahren, ob Glenn stirbt oder nicht. Es tut mir so leid. Wir sind so unwürdig. Es ist schon okay. Ich werde es überleben. Die gute Nachricht ist, dass die Rüstung fast fertig ist. Hier ist eure Belohnung, meine Süßen. Magierstab, Stufe 9. Nur mal eine Frage. Ist der Magierstab jetzt ein mächtiger? Ah, ja, mach ich. Der Geselle der Schmiedin, Stufe 20. Okay. Gleich sind wir Stufe 19. Ach, da oben. Ah, wir können die Fleischquest machen. Fleischy Mac, Fleisch, Fleisch. Dann sind wir hoffentlich Stufe 20. Dann können wir dann die Schmiedin machen und wir können den... Wow. König der Löwen machen. So, klack. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Mehr Fleisch. Mehr Fleisch. Fleisch. Wir haben sonnengedörrtes Fleisch gefressen. Okay. Jetzt brauchen wir Fleisch aus der Dunkelheit. Was? Das wird immer mehr. Was? Fleisch aus den Höhlen. Hol uns welches. Fleisch. 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 Wenn nicht, fressen wir dich. Fressen wir dich. Fressen wir dich, fressen wir dich. Jetzt haben sie wohl vollkommen den Pfotstand verloren. Wir brauchen das Fleisch. Jetzt! Ich renne, ich eile, ich fliege. Da ist eine Höhle. Beidseitigen wir, was? Beseitigen wir alle Monster. Wir brauchen das ganze Fleisch. Also ich muss sagen, die deutsche Übersetzung ist ja ganz witzig. Auch mit diesem Katzending jetzt und so weiter. Aber sie hat schon viele Rechtschreibfehler. Und das sagt jemand wie ich, der absolut kein Rechtschreibexperte ist. Und ein absoluter Rechtschreiblegastheniker. So. Ach, die Höhle habe ich auch schon gemacht, fällt mir gerade ein.
Klang. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht, diese 1 XP-Punkte einzusammeln, oder? Das ist, glaube ich, relativ witzlos. Ah, das Fleisch wollen die hier. Ach, die können sich auch heilen. Das ist ja toll. Das sollte ausreichen. Machen wir uns auf den Weg. Willst du gefressen werden? Nein. Hatte ich nicht vor. Das wird immer mehr. Ihr Fellknäuel habt euch vermehrt? Fleisch! Gib's uns! Nimm Belohnung! Ein Ritterschwert. Miau! Hier drüben. Moment, erstmal gucken. Ritterschwert. 3 Schaden mehr. Weniger Rüstung, aber 3 Schaden mehr. Finde ich gut. Okay, ich kann nichts machen, weil die Quest hier noch läuft. Ich bin Red, die einzige Stadtkatze, die noch bei Verstand ist. Hört auf, ihnen Fleisch zu geben. Doch sonst fressen sie meinen Katzkollege. Wir müssen sie dazu bringen, wieder normal zu werden. Es fing alles mit diesem Händler an. Wenn das meinem Katzkollege das Fell rettet, dann machen wir es. Ich lasse mir was einfallen. Schaut wieder auf der Tafel nach. Ja, die sind nicht ganz normal. Das stimmt tatsächlich. Das sollte man nicht fördern. Was? Das Fleischentsorgungsteam. Ich habe eine Idee. Selber Ort wie beim letzten Mal. Liebe Grüße, Red. Das ist sehr unauffällig. Miau! Es ist mir gelungen, das ganze seltsame Fleisch zu krallen, ohne dass es jemand bemerkt hat. Und wenn wir es wegwerfen, werden die Stadtkatzen das Fleisch nicht mehr fressen? Genau, ich bin aber ziemlich träge. Könntet ihr es wegwerfen? Ladet es irgendwo in den Büschen ab. Okay. Du lädst das Fleisch im Busch ab. Perfekt, aber lass uns diesmal einen Ort auswählen, der so weit wie möglich entfernt ist. Du lädst das Fleisch im Busch ab. Gute Wahl, Katzkollege. Lass uns zurückgehen und Red finden. Ich glaube, das ist eine saublöde Idee. Es ist zu ruhig. Wo ist Red? Fleischgroll. Ist das Monster aus dem Haus da gekommen? Wow, 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 warte mal, Kinders. Auszeit. Was geht hier vor? Oh, ihr habt es geschafft. Red, was ist los? Warum waren diese Monster in der Stadt? Ich habe gesehen, wie es passierte. Die Stadtkatzen verwandelten sich in Monster. Was? Das muss am Händler und seinem Fleisch liegen. Mounts. Ich lasse mir was einfallen. Schau später auf der Questtafel nach. Okay, das Spiel ist süß, grausam und unbarmherzig zugleich. Irgendwie ist das Spiel eine Mischung aus Witcher, aber weniger Entscheidungen, aber grausam genauso. Irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Der Fleischverkäufer, Level 20. Ja, ich bin Stufe 20. Der Händler kommt! Hilfe! Miau! Red. Red ist in Gefahr! Lass uns losplatzen, Katzkollege! Was ist das denn hier? Hier ist niemand. Und schau mal, das sieht ganz nach einem Kampf aus. Ach so. Ich sehe eine weitere Spur. Beeil dich. Wir müssen Red finden. Okay, los geht's. Der Zufluchtsort der Königin.
So, ich muss mal ganz kurz mein Leben aufladen wieder. Dankeschön. Die Spur führt in diese Höhle dort. Red könnte eine Gefahr sein. Besiege alles im Inneren, Katzkollega. Gamma-Ruinen. Okay. Das ist tricky. Wow. Aha. Ah, ich verstehe. Was ist das denn? Geheimnisvoller Stab. Okay. Ciao. Okay, das ist fies mit diesem ganzen... mit den unsichtbaren Böden hier. Au, das tat weh. Und ich bin eingefroren. Juhu. So, da hinten haben wir noch Gegner. Die können wir noch eben platt machen. War das hier? Ja. Autsch, das tat höllisch weh. So. Wow. So, einmal heilen. So. Wir sind zu spät. Mounts, Red ist nicht hier. Wir müssen doch mal nach draußen nachschauen. Okay. Okay, das ist fies. Aber wir haben es gelöst. Der Waldläufer-Axt. Yay. Yeah. Theoretisch könnte die jetzt... Ah, schau, jetzt ist die Waldläufer-Axt nämlich besser als das, was wir vorher hatten. Das heißt, wir kriegen mehr Lebenspunkte und mehr Damage. Das ist ganz gut. Geht's da unten irgendwo weiter? Nee, ne? Da war nichts mehr, glaube ich. Nee, da unten war nichts mehr. So. Und raus. Zwei weitere Spuren. Welcher willst du folgen, Katzkollege? Wahrscheinlich gehen die alle zur gleichen Stelle. Stufe 20, da können wir tatsächlich rein. So. Kann ich hier eben... So. Einmal eben regenerieren. Es war schon immer mein Traum, auf den Weltmeeren zu segeln. Aber ich hasse Wasser. Mein Fell wird davon ganz nass. Das hat Wasser so an sich. Also ich frage mich übrigens, wenn diese ganzen Monster hier draußen da rumgeistern, wieso werden die ganzen Dorfbewohner davon eigentlich nicht angegriffen? Schnurrerschlupfwinkel. So. Das war ja... Sind wir schon so... Oh! Ich hab's zu spät gesehen. Ich habe zu spät gesehen, dass die einen Totenkopf da hatten. Und dann wollte ich gerade wegrennen, da war es schon zu spät, weil die mich gewonnen-hittet haben. Okay. Hey, Red, bist du das? Miau, ist das nicht Red? Red, alles in Ordnung mit dir? Wo ist der Händler? Wie kommt's, dass ihr noch lebt? Waren die Monster und der Dungeon nicht genug? Red, du bist die ganze Zeit über der Händler gewesen? Drakord hat mir das Fleisch gegeben und mir Reichtümer versprochen. Du wirst... Du... Hey, misch dich nicht in den Kampf ein.
Red hat vermutlich auch von dem Fleisch gefressen. Ich schätze, Neugier ist der Katze tot, nicht? Und wieder einmal haben wir einen von Dracots Plänen vereitelt. Schnurrtastische Arbeit. Kettenklinge. Plus 2 Schaden, plus 10 Rüstung. Geil. So, die sind bestimmt stärker als ich, oder? Jo, ich bin weg. Ciao. So. Wieso entpuppt sich ja eigentlich jeder mittlerweile als halber Verbrecher? Ich finde das nicht, ich kann das nicht gutheißen. So, Gamma-Ruinen. Zufluchtstor der Königin. Der erste Katzweihnachtstag. Wir bereiten uns auf eine Katzweihnachtsparty vor, aber die Geschenke sind verschwunden. Miau, Hilfe! Irgendwas läuft an Katzweihnachten immer schief. Wir sollten helfen. Perfekt, wir möchten gerne eine nette Party für alle veranstalten, aber die Geschenke. Keine Sorge, wir finden sie für dich. Such mir nach ein paar Hinweisen, Katzkollege. Die erste Katzweihnachtstag. Ich sehe zwei seltsame Pfade. Wähle sorgfältig. Was? Miau! Da ist ein Haufen Schnee. Wir müssen herausfinden, was am Ende ist. Was? Okay. Da oben ist Schnee. Okay, Schnee. Schnee. Noch mehr Schnee. Schnee. Warte! Das ist ein magischer Kreis! Wow. Was du nicht sagst, Sherlock. So, was ist das jetzt hier? Hallo! Um Katzenwillen, mach dich bereit, Katzkollege! Um Gottes Willen. Ich wollte sagen, ich bin auf alles vorbereitet, aber war ich nicht. Was passiert? Miau! Weiß ich nicht. Aber ich hab's überlebt. Oh oh. Nächste Welle. Miau, es sind Amulette erschienen. Darauf steht Großzügigkeit. Ach, die muss man in der richtigen Reihenfolge nehmen. Okay. Dankbarkeit. Familie. Fehlgebung. Fellgebung. Dieses ist leer. Die Kreise sind verschwunden, aber die Geschenke fehlen immer noch. Gehen wir zuerst zurück. Okay, die Quests sind lustig. Die Quests machen echt mega viel Spaß hier. Vor allem, die sind irgendwie... Das ist eine Mischung aus absurd, aber unfassbar kreativ und unfassbar geil. Das muss man wirklich sagen. Das finde ich echt super gelöst. Bärmau... Bärmiauder-Dreieck. Oh Gott. Oh Gott. Diese Katzenwortspiele, das ist der Hammer. Ihr habt sie immer nicht gefunden. Um Katzen willen, alles wird schlimmer. Übrigens habe ich gerade gehört, dass komische Kreise plötzlich in einigen Städten erscheinen. Das klingt wie ein Hinweis. Welche Städte? Es ist eine in Fischerkatzes Freund der Stadt in der Nähe. Oh, hier ist eine Belohnung.
beziehungsweise eure Belohnung. Machen wir uns auf nach Fischer Katzes Freund, der Stadt in der Nähe. Miau, okay? Was? Wo ist denn Fischer Katzes Freund? Das müsste es da oben sein, oder? So. War das da oben Fischer Katzes Freund? Nee, ist Westhatz. Kit Katz. Vor allem, man sieht die Namen dann so. Schnurberge. Fischer Katzes Freund. War das nicht das hier mit Red? Der zweite Katzweihnachtstag. Stufe 30. Okay. Wow. Dafür sind wir zu schlecht. Ach, das können wir jetzt durchmachen, ne? War Stufe 20, ne? Der Geselle der Schmiedin. Worauf wartest du noch? Kit braucht unsere Hilfe. Die Rüstung ist fast fertig. Ich brauche nur noch ein Teil. Wir tun alles für dich, Kit. Herz. Relativ weit von hier entfernt ist eine Höhle, in der es ein besonderes Erz gibt, das ich brauche. Ich habe es auf deiner Karte markiert. Lass eine Lady nie warten. Wenn das jetzt wieder irgendeine Serie ist, irgendein Film oder sonst was, und ich am Ende keine Rüstung kriege, dann bin ich sauer. Ich will eine mega epische, geile Rüstung haben. Gut. Schnurrerhöhle. Warte mal. Da liegt ein zerrissener Zettel auf dem Boden. Die alte Pussy hat das Erz. Was der Boss will. Wir bringen es zum Abholen zum Fellingardsee. Trefft uns da. Warum sind diese Abholquests nie einfach? Los, lass uns losgehen und diese Erzräuber finden. Grrr. Oh Gott, da muss ich jetzt hier in diesen Dingern vorbei, in diesen Viechern, die ich one-hitten. Du solltest einen Miau-Counter einbauen. Den zähl doch mal. Also sind die Erzräuber auch Banditen. So, langsam erkenne ich ein Muster. Schau, er hat einen weiteren Zettel fallen gelassen. Ich habe das Erz über den See zum Absetzpunkt gebracht. Big Nip sagte, er passt drauf auf, bis der Boss wieder da ist. Tja, jetzt nicht mehr. Jetzt hole ich mir das Erz. Miau-Counter, Täterruinen. Das wäre echt lustig. Das Erz ist nicht hier. Warte, hörst du das? Aus den Bäumen! Puh, das war knapp. Und schau, die Banditen haben das Erz getragen. Du hast eine Handvoll des besonderen Erzes besorgt. Und hier, ein weiterer Zettel? Mit der Fernsehserie und jetzt noch dem Erz kann ich der Banditenkönig endlich... Was? Mit der Fernsehserie und jetzt noch dem Erz kann ich, der Banditenkönig, endlich Kit meine Liebe gestehen. Jetzt steht mir nichts mehr im Weg. Keinesfalls. Ein Konkurrent. Ich meine, er ist nur ein Bandit, der Liebeskummer hat. So ein Pech. Was habe ich gesagt? Okay, jetzt wo wir das Erz haben, können wir es jederzeit an Kit weitergeben. Quest abgeschlossen.